Hallo und herzlich willkommen zu Man of Medan und dem Beagle. Ja, Until Dawn ist vorbei. Also geht's hiermit weiter. Wir machen natürlich alle Spiele der The Dark Picture Anthology. Für mich ist Man of Medan in der Tat das Allerschwächste bis jetzt. Das wirklich Allerschwächste. Ich mag nicht eine Person, wirklich nicht eine von hier. Ich habe kein Mitleid mit denen, einfach gar nichts. Ich hoffe, sie haben wirklich noch mal an den Dialogen was gepatcht, denn die waren so schlecht, ich habe das Spiel abgebrochen. Heißt, ab einem gewissen Punkt ist es für mich super blind. Ich habe irgendwo mal mitbekommen, wie das Ende ungefähr ist und fand die Erklärung einfach super lächerlich. Ich glaube aber, dass ich mit euch trotzdem viel Spaß damit haben werde. Und ich möchte es der Vollständigkeit halber natürlich drin haben, wenn ich dann Little Hope und House of Ashes und dann im Herbst jetzt, 2022, The Devil in Me rauskommt. Ich hoffe, es heißt so. Ich habe es nicht nachgeguckt. Es kam erst kürzlich ein Trailer dazu raus, nochmal ein längerer. Es geht um ein Hotel. Ich bin gespannt. Jetzt sind wir aber hier. Was kann ich euch zu Man of Medan also sagen? Ist von Supermassive Games entwickelt worden und von Sony. Nee, von wem wurde es gepublished? Ich glaube von Sony. Guck mal, der Vorbereitungsbeagle ist nicht vorbereitet. Man of Medan ist gepublished worden von Bandai Namco. Entschuldigung, Bandai Namco, das wollte ich nicht. Natürlich ist das von euch. Die haben alle rausgebracht. The Quarry und. Nee, The Quarry war nicht für Sony. Until Dawn war Sony exklusiv. Deswegen komme ich da durcheinander. Aber nein, dieses Spiel wurde von Bandai Namco gemacht, gepublished. Und ist auf PlayStation 4, Xbox und PC rausgekommen. Es hat sich auch nichts an der Version verändert und so. Ich spiele es jetzt gerade auf PlayStation und 5. In der Tat wäre es eigentlich ja so gewesen, dass man es im Juli 22 im Abo mit drin hätte, was so ist. Dann hätte ich mir die CD sparen können. Aber aus irgendeinem Grund hat er mir trotz meines Premium-Abos gesagt: Naja, nun, kriegst nur eine. Nur eine Testversion. Ah, die Anthology. Schauen wir mal rein. Hier haben wir Man of Medan. Vier College-Studierende und ihr Professor stranden in einer gottverlassenen Stadt namens Little Hope. Das trifft es auf den Punkt. House of Ashes. Ach, The Devil in Me war in der Tat richtig. Es geht noch weiter. Ich dachte, damit wäre die Staffel abgeschlossen. Was soll's? Ich spiele alleine. Und wir fangen mal an. Na, noch eine so neue Story. Den Karate Cut habe ich nicht, weil ich es nicht vorbestellt habe. Ich habe so viel Schlechtes davon gehört. Ich werde mich auch nur bei großen Zwischensequenzen ausblenden. Bei den kleineren wie in den gehabt eher nicht so. Schaue ich mal, wie ich das mache. Jetzt im Moment lädt es eh fröhlich für sich hin. Und ich sag euch, die Dialoge sind so unfassbar schlecht und keinen kann man leiden. Sie haben, glaube ich, Aaron Ashmore da reingezogen. Oder seinen Bruder. Ich verwechsel die beiden immer. Medan. Zum Beispiel jetzt sollte ich mich ausblenden.
Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗? 勇士? Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Joey, Markt am Dock. Yo, jeben mal. So, neugierig, zweifelnd. Ah, wie denn? Ah. So. Also, ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Diese verzweifelte Überlegung. Was nehme ich? Kann das Spiel sein. 你看到了什么? Halte R gedrückt und R2. Drehen. Das ist ein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch? Die Untertitel sind sehr klein. 你的财富可能来自任何方向。 Ah, Leute, das wird, glaube ich, witzig. Ich hab's vergessen. Ich kann es schlecht lesen. Tod? Oh, das ist der aus House of Ashes. Der nächste, der dritte Teil. Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Das nennt man Schauspieler-Resteverwertung. Eins. Selbstlos, egoistisch, unsicher. Unvorsichtig. Lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Vielleicht ist er das ja auch, ha? Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Ich will nicht. Ich hoffe, sie wird nicht schneller. Das ist auch vergleichsweise. Oh nein, Kreis. Habt ihr diesen panischen Blick auf die Tastatur gesehen? Halt die Klappe, blöde Kuh. Nein. Ah. Have a nice day, sagt sie da zu mir. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Wo ist mein Untertitel? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht um! No one knows why.
Warte, wo ist mein Untertitel? Jetzt liegt zwar nicht an mir, dass der Untertitel vergessen ist, oder wie? Party People, ich muss mal einmal gucken, was hier falsch ist. Audio und Sprache. Ja, ich möchte das speichern, ihr Kackbratzenspiel. So, meine Lieben, Untertitel ist jetzt da. Es war anscheinend nur für, die, fürs Asiatische oder was das war. Fragt mich nicht. Warum? Ich hätte ein bisschen Angst, wenn mein Schiff voll Wasser läuft, wenn ich ehrlich bin. Aber wer bin ich schon, ne? Das ist saugefährlich und ich bin mir sicher, dass das so nicht passieren kann. Das muss heftig stinken. Joey, Krankenstation. Ich darf jetzt? Sehr cool. Was bringt mir das? Mann, Papa, komm bald zurück. Hat ihm auch nichts gebracht bis jetzt. Naja. Eine Leiche! Eine Leiche! Und ein Schlüssel. Ui, yeah. Wie auch immer die Leiche da reingekommen ist. Ha! Hat er nichts zu sagen. Na, Joey Boy, komm schon. Zack. Er ist ein bisschen verwirrt, ne? Da geht's doch wieder zurück in meine Zelle. Hä? You're trolling me? Nein, da ging es nicht zurück in meine Zelle. Was ist denn das für eine krude Kameraführung? Na gut, von mir aus. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Jetzt geht er einfach vor. Komm mal, du Penner. Ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht. Also immer wenn die Dinger da sind, oder wie? Na gut. Ich nehme mal an, das war die direkte Antwort auf Until Dawn. Mit dem Controller ruhig halten. Das ging ja mal gar nicht. Das geht aber auch nicht vom Rhythmus her. Oh. Oh, das kann ganz schön happig sein, glaube ich. Das mit dem Rhythmus. Naja, gut, von mir aus.
Ich habe hier keinerlei Ziele für die Leute. Absolut gar keine Ziele. Wenn sie sterben, dann sterben sie. Wenn nicht, dann nicht. Was war das? Ich habe schon wieder nicht hingeguckt. Ey, Jumpscare Beagle ist einfach nicht. Ich habe es nicht gesehen, Leute. Ich habe nämlich gerade nach unten geschaut. Ah, was soll's. Was ist denn da? Warte mal, Dude. Warte mal. Hallo, na? Hey, Charlie, hilf mal! Kacke, ich glaube, da geht's weiter. Oh nein, 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 nein! Hab ich's geschafft? Ah! Scheiße. Jumpscare-Kanone! Totale Scheiße. Da war ein Fliegetierchen. Einfach frech vor meinem Gesicht geflogen. Oh mein Gott, da ist eine Leiche. Ich sehe tote Menschen. Muss ich jetzt explizit da so hingucken, damit ich diese Jumpscares auch ja alle mitbekomme? Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Muss ich weiter? Nein. Nee, ich muss nicht weiter. Sehr gut. Was ist denn da? Joey. Oh, verdammt. Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Ja, das war er wohl. Habt ihr gehört? Ein armes Schwein. Die waren ja alle wohl noch putzmunter vor ein paar Stunden. Also ist das Argument, er war zum Essen doch noch so gut drauf, irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ich hinterfrage die Dialoge hier in der Tat gar nicht. Hier ist es noch nicht schlimm, Leute. Hier ist es wirklich noch nicht schlimm. Das kommt noch. Hm. Das Spiel ist jetzt auch nicht sonderlich lang. Hm. 4 bis 5 Stunden also, soll es gehen. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Nein, du Arschloch. So siehst du nicht aus. Ihr seid einfach beide Arschlöcher, Ender. Siehst du so aus, als würdest du jemand sein, den ich retten wollen würde? Nein, das ist Pech. Schlechte Jumpscare. Hey, Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Einmal schneller laufen. Charlie! Mal Man of Medan halt einfach erreichen möchte, dass ich mich bedroht fühle, ich mich aber leider so gar nicht bedroht fühle. Hm. Mir ist klar, dass ich mit einem schlechten Stern an das Spiel rangehe. Wir suchen uns die guten Sterne, Leute. Wir suchen sie uns. Es ist halt leider gerade so unglaublich zusammenhanglos, dass ich da kein. Naja. Oh Gott, nein! Charlie! Was? Und wie ist Charlie jetzt gestorben? Ein kleiner Junge, check. Oh. Falsch. Hat der Gott einen Herzinfarkt?
Komm schon, verdammt! Also alle an einem Herzinfarkt gestorben, vor lauter Angst. Oh Dad, schon wieder. Jetzt muss ich überziehen, damit wir den Vorspann noch sehen können. Es spielt in der gleichen Welt wie Until Dawn und The Quarry. Ist also damit Kanon von denen. Sean Ashmore haben sie da reingezogen, nicht Aaron. Ich schalte mich doch mal kurz aus. Moment. So. Die sagen mir nichts. Wie cool er sich fühlt. Auch die sagen mir nichts. Der gute Doc. Gibst du mir einen Punkt, wo ich aufhören kann? Hallo. Und willkommen. Da Kremiosa, ja. In meiner Stadt. Da sind wir schon. Ich muss bei La Cremiosa ja sowieso immer an Evanescence denken, also die Band. Hat ein paar richtig gute Songs. Ehrlich gesagt, ein ganz gutes Album. Ich bin der Kurator. Hallo, Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Ja, Hass, Gier und Tod, aber ist okay. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Ja, Dude, das ist meine Aufgabe. Wie sie ausgeht. Und ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Das weiß oder ich. Ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Das stimmt. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Auch das stimmt. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Also ich bezahle meine Rechnung durchaus Leben hat alles schon vor den 14 Tagen, die man zahlt. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen.
Zukunftsversion. Meine Zukunftsversion ist, dass ich Können den Part Sie beenden sie kann. Finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Die ich das wünsche, ja? Wir sehen uns bald schon wieder ist und das haben so? Dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Hatte ich jetzt nicht Oder vor, aber okay. Leute, ich mache hier einen Cut rein. Der Kurator hat so lange geredet. Ich verstehe ja, was er mir sagen wollte. Ist okay. Ist ja auch nett, dass er das gesagt hat, ne? Meine Entscheidung bestimme über alles und eigentlich bin ich die, die Geschichte hier aufschreibt. Ich nehme sie auf, Leute. Das ist viel effektiver als aufschreiben, ja? Ich mache ein Let's Play daraus. Also bin ich wohl mächtiger als der Kurator. Hm? So sieht's aus. Gut, hinterlasst mir einen Kommentar. Was habt ihr... Kennt ihr Man of Medan schon? Und wenn ja, wie findet ihr es? Wenn ihr es nicht kennt, keine Sorge, Spoiler-Beagle ist ausgeschlossen, darf nicht mit hier rein. Und selbst wenn, ich kann euch gar nicht spoilern, weil ich, wie gesagt, nur die grobe Handlung kenne und wie es ungefähr endet, aber nicht weiß, was den Leuten alles passieren kann. Ich habe nur gespielt, ich sage euch, bis wohin ich gespielt habe. Es war nicht viel, es war wirklich nicht viel. Und dann musste ich es einfach... abbrechen vor lauter Dummheit. Schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen anders ist. Ich habe, wie gesagt, nachträglich nochmal gehört, dass Bandai Namco bzw. auch Supermassive Games da ordentlich nachgepatcht hat mit den Dialogen, dass die nicht so bescheuert sind. Jetzt gab es einen Überlänge-Part, aber wir können dann direkt mit den Hauptcharakteren, um die es wirklich geht, einsteigen. Joey und Charlie sind ja Geschichte. Machen wir nächstes Mal. Habt einen wundervollen guten Tag. Und haut rein.